Yeah. Ja. Ah, ich höre ständig nur noch dumme Fragen, ob ich Probleme habe, Drogen nehmen oder eine Wumme tragen. Oder sie fragen mich, warum ich überhaupt rappe. Mein Vater hat Schulden bei der Bank, ich muss sein Haus retten. Indem ich Cash mache und Schlagringe aus Gold kaufe und dann Bankerbox mit meiner Handschuhe sich vollsaugen. Mit seinem Blut und auf der folgenden Verfolgung sagt er Folgen, will noch Folgen, schwerere Folgetaten. Ich stürm der SDS und schieß auf Kandidaten, schubs alle von der Bühne und brech Dieter Bohl die Nase. Ich schwänge Heidi Klum, dann guckt Heidi dumm und ziel noch dumm. Denn Heidi kriegt nen weißen Jungen. Ich forder Vladimir und Vitali heraus. Mit einer Faust auf dem Rücken knock ich diese beiden aus. Mit verbundenen Augen geht das super schnell. Und dann klau ich noch die Handtasche von Bruce Darnell. Ah, ich sitz bei Markus Lanz und zwar ganz entspannt. Antworte auf Fragen nur mit Lutsch mein Schwanz. Danach stopp bei Pro7, ich bin schnell den Rab schlagen und zerkau Daniela ihre Brustimplantate. Ich rauch ein Blatt auf alle Freunde von früher. Ich rauch ein Blatt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauch ein Blatt auf Sick und einen auf meine Brüder, und auch wenn ich keinen Blunt rauche, der ist eine Schwuchtel. Ich rauche einen Blunt auf alle Freunde von früher. Ich rauche einen Blunt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauche einen Blunt auf Sick und einen auf meine Brüder, und auch wenn ich keinen Blunt rauche, der ist eine Schwuchtel. Ich verkloppe Til Schweiger, posier mit seiner Frau und gib den Paparazzi von der Bild-Zeitung Insider-Infos für die Schlagzeile. Oben ohne Fotos von Verona, Franjo kriegt aufs Maul und fällt ins Koma. Ich gewinne schnell noch 1 Million bei Jauch, die ich mit Harald Schmidt bei seiner Aftershow versauf. Wetten das? Ich pisse auf Gottschalks Couch und tauch mit einer scharfen Knarre beim Gottscha auf. Mein nächstes Ziel ist Happe Kerkeling. Ihr wollt mich wissen, wozu ich Angela Merkel zwing. Nicht nur mein Seelenklempner meint, dass ich ein Ferkel bin, weil ich will, dass Sylvie van der Vaart mein Sperma trinkt. Ich park den Wagen inmitten der Zentrale der Deutschen Bank und Josef Ackermann gerät in Panik. Es dauert nicht lang, bis es verbullen nur so wimmelt. Sie schreien durchs Megafon. Das Gebäude ist umzingelt. Na endlich Jungs, dann kann die Party ja starten. Mit dem großen Finale haben wir lange auf euch gewartet. Sick und ich gegen die Polizei. Wenn wir das hier überleben, dann kommt Chronik 3. Ich rauch ein Blatt auf alle Freunde von früher. Ich rauch ein Blatt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauch ein Blatt auf Sick und einen auf meine Brüder. Und auch wenn ich keinen Blatt rauche, der ist eine Schwuchtel. Ich rauch ein Blatt auf alle Freunde von früher. Ich rauch ein Blatt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauch ein Blatt auf Sick und einen auf meine Brüder. Und auch wenn ich keinen Blatt rauche, der ist eine Schwuchtel. Yeah.